Ja, hallo ihr Lieben, es ist Christian Hilschemeier, Paartherapeut, Beziehungscoach und Psychologe. Und ja, ich wollte nochmal was sagen zu Bibi und Julian. Ich weiß, manche kennen die nicht, interessieren sich auch nicht für Promi-Content, aber ich lade so viel hoch, dann skippt einfach weiter zum nächsten Video. Aber manche interessiert es halt und da gab es auch einige Diskussionen unter Videos und so. Also wollte einfach mal so ein paar Sachen nochmal adressieren. So, lässt sich so eine Trennung vermeiden, wie die jetzt erlebt haben? Ich weiß natürlich gar nicht, was da passiert ist. Aber ich glaube nicht, dass sich jede Trennung vermeiden lässt. Aber ich glaube schon, man kann bestimmte Sachen machen. Habe ich auch in meinem ersten Buch Liebescode mal ausgelegt. Also dass man, also klar, gute Kommunikation, da auch mal Luft lässt, ein paar Dates von der Polarität bleiben, da kann man schon eine Menge machen und die Chancen sehr weit erhöhen, glaube ich. Ne? Aber ich glaube, ich habe ja schon mehrfach gesagt, ich glaube, dass Paare, die so bekannt sind, ja, dass die nochmal ganz anderen Versuchungen, Drucksituationen sich gegenüberstehen, dass es vielleicht Konstellationen gibt, wo egal was du machst, es ist einfach immer falsch. Und das habe ich halt auch vor allen Dingen gesehen bei Paaren, die früh zusammenkommen. Ne? Ich meine, ob man das, wie auch immer man das jetzt nennt, Quarterlife Crisis, keine Ahnung, habe ich es ja teilweise genannt, oder Midlife ist auch wurscht, oder Third Life ist auch wurscht. Aber bei Menschen, die früh zusammengekommen sind, unter Umständen noch gar keinen anderen Partner hatten und heutzutage, ja, ist das halt, glaube ich, auch ein Wunsch von vielen, mal Party zu machen oder sich mal auszuprobieren. Das haben halt viele erledigt zwischen 20 und 30 und ist auch gut so auf eine Art. Deswegen ist es, glaube ich, also ich glaube, im Schnitt kommen wir heute mit 26 zusammen für dauerhafte Beziehungen und ja, meinetwegen könnte es auch 30 sein, also dass man sich ausgetobt hat und ja, macht dann sein, halt geht dann in eine andere Lebensphase so. Und wenn man das nicht gehabt hat und hat dann noch sozusagen, sieht vielleicht diese ganzen Möglichkeiten, ist ja auch eine Frau mit hohem Status und ja, dann ist vielleicht die Versuchung zu groß, sollte man auch ja, jedem zugestehen. Wie gesagt, ich habe ja auch schon gesagt, die Art, wie die das machen, finde ich persönlich interessant. Ich meine, letztlich ist mir auch wurscht, aber da haben ja auch andere YouTuber haben ja auch gesagt, die haben keine Pflicht, da irgendwie eine Erklärung abzugeben. Ja, technisch gesehen natürlich nicht, aber wenn man wirklich über, weiß ich nicht wie viele Jahre, 10 Jahre, sämtlichen Content, sämtlichen Pups, den die gemacht haben, geteilt hat und das teilt man dann nicht. Ja, technisch gesehen haben sie keine Verpflichtungen, aber ja, ich finde nicht, dass ihr Community da gut behandeln, sage ich das mal so. Ich wollte aber auch gerne mal auf einen ganz anderen Punkt eingehen und zwar, was glaube ich auch so irritierend ist und das ist glaube ich ein Problem von Social Media. So, ne? Also es gibt ja auch viele Studien, die sagen, Social Media ja, macht depressiv. Da gibt es ja auch Studien entsprechend zu. Ich gucke nochmal, ich habe da gestern auch ein Video geguckt, das fand ich echt cool, kann ich auch wirklich empfehlen, dass da auch die Credits rausgehen, sag ich mal. Ja, von Just Nero, fand ich richtig gut, der hat darauf hingewiesen, dass, ja, ist auch echt ein cooler Kanal, guck ja mal vorbei, das eben, hat auch Studien genannt, wie depressiv das macht und der hat, finde ich, richtigerweise darauf hingewiesen, dass man ja gar nicht weiß, was vorher passiert ist, dass diese, das finde ich wirklich einen sehr guten Gedanken, dass da Beziehungen dargestellt werden und man will diese Klicks haben, man stellt so eine Scheinwelt dar und man stellt da eine Beziehung dar, die andere wahrnehmen als permanent glücklich. Das sind wohl Beziehungen aber nicht, ne? Aber das haben die, ihre Streits haben die nicht dargestellt und dann trennen sie sich und dann fallen alle aus allen Wolken und das finde ich nicht gut. Ich finde nicht gut, da einen Lifestyle darzustellen mit Privatjets und ich habe da nur mal kurz reingeguckt und x Ferienhäuser, kann man alles machen, sein alles gegönnt, aber dann auch noch sozusagen, ja und on top haben wir nie Probleme, sind immer glücklich und ja, machen hier nur, wie teuer ist die Milch und irgendwelche Fragenspielchen und ich weiß nicht was.
finde ich nicht gut, weil das füttert dieses, dass sich Leute schlecht fühlen, wenn sie das sehen und fragen sich, warum ist mein Leben so fucked up? Und vielleicht haben die schon lange gestritten. Weißt du alles nicht, ne? Vielleicht ist da, sind da tausend Sachen passiert, die man nicht weiß. Und das finde ich schade, weil da konnten sie was für ihre Followerschaft tun, sie da auch mitzunehmen, zu sagen, nee, wir haben auch Probleme, wir sind auch einfach nur Menschen und ihr braucht nicht, wir haben zwar mehr Geld, aber ihr braucht nicht zu uns aufgucken. Also das finde ich wirklich einen besseren Umgang damit. Und ich finde, das hat Justin Nero richtig gut thematisiert, ne? Und dann noch einige andere Fakten, die 26 Jahre habe ich da auch gehört. Ja, deswegen Credits gehen raus. Sehr gutes Video und das ist wirklich ein sehr spannender Punkt, denke ich, der es wirklich Menschen leichter machen würde. Aber es ist natürlich auch so, andere Stellen ist da, wie scheiße es läuft im Leben und da muss man natürlich wieder sagen, das ist glaube ich auch so schade, dass man wünscht sich vielleicht Paare, die auf Social Media präsent sind, weil die meisten zeigen ja nur ihr ganzes Drama immer und denen es einfach gut geht, ne? Und ja, deswegen ist es auch gut, dass es sowas gibt. Finde ich auch gut, dass so Leute auf Social Media sind. Nur wie gesagt, trotzdem, also es darf denen ja überall gut gehen, soll es wie gesagt sein gegönnt. Und es wäre aber, glaube ich, viel hilfreicher, auch die ganzen Ecken und Kanten darzustellen von so einer Beziehung. Ja. Ansonsten, wie gesagt, also jetzt Julian, ja, sieht da so ein bisschen als der Gelackmeierte aus. Ja, gut, sie tun ja auch nichts dagegen, dass dieser Eindruck entsteht. Und aber dass er jetzt so ein typischer Nice Guy ist, der übergemängelt wird, weiß ich nicht, also kommt bei mir nicht so an. Und aber das, wie gesagt, das haben dann auch welche geschrieben, wenn jemand da innerhalb einer Beziehung anfängt mit 1000 Schönheits-OPs, dass das jetzt vielleicht kein gutes Zeichen ist. Das würde ich auch sagen, muss ich zugeben. Ja, genau, was ich auch noch gelesen hatte, dass Frauen ja immer warm wechseln, das sehe ich ehrlich gesagt viel mehr bei Männern. Also in meiner Erfahrung als Paartherapeut haben viel mehr Männer warm, also Männer viel mehr warm gewechselt als Frauen. Ob sie das hat, weiß ja auch kein Mensch. Vielleicht sind die schon lange getrennt, das weiß ja echt niemand. Ja, das sind noch meine Gedanken dazu. Wir sehen uns bald wieder.